Da. Ups, sorry, die Kamera ist weiter rum. Moment. So. Ist alles cool? Bisschen nahe rangezoomt, oder? Kann das sein? Egal, sieht komisch aus, was? Ich muss eigentlich ein bisschen ruhiger sein, weil es ist gerade 3.39 Uhr. Ich kann aber nicht schlafen und ich wollte jetzt erstmal den Isaac-Part aufnehmen für euch. Und unter Continue befindet sich der letzte Seeded Run, Basement. Der war ja ziemlich witzig. Fand ich richtig gut, dass er so gut bei euch ankam. Ist ein bisschen komisch, dass ich jetzt sehr leise rede und bei euch erst 13.30 Uhr ist. Es tut mir leid, aber flüstert einfach mit mir. Dann ist das nur halb so dumm. Okay, lass mal das Polaroid suchen, habe ich mir gedacht. Wir müssen mit Kane spielen. Scheiße. Wir müssen mit Kane spielen. Und wir müssen langsam das... Ist es das richtige Mikro? Ja, ist das richtige. Weil ihr seht schon, ich habe auch ein anderes Headset, welches ich testen darf. Ein neues von Rocket. Ich bin die kleine Headset-Hure, die rumprobiert und rumtestet. Und rumtrinkt. Von Piraten, denn die haben rum. Versteht ihr? Oh, wow. Kane? Du kriegst aber keine Pillen, ne? Du bist nämlich ziemlich an... Spiele ich eigentlich immer noch mit Basement? Ich hoffe nicht, ne? Nee, sonst wäre da links so ein Zeichen. So. Oh, ist so bescheuert. Das ist keine guten... Also, dass die Pillen nicht immer gut sind jetzt mit Kane. Mann. Was bringt denn sonst dieser blöde Fuß? Ich habe keine Ahnung. Außer Fußpilz. Den Boss will ich noch nicht besiegen. Ich will jetzt erstmal den Itemraum finden, damit wir vielleicht ein bisschen stärker werden, ne? Weil sonst hängen wir da irgendwie 3 Stunden beim Boss. Oh nein. Jammert. Ist das dein Ernst? Oh Gott, Leute, wisst ihr was? Wir ziehen das aber durch. Wir ziehen das durch. Es kann immer noch was Cooles werden. Doch, kann es. Hör auf damit, Kopf! Sei auf meiner Seite! Komm schon, bitte! Nein! So, Gott. Dreh ein bisschen durch. Denn meine Freundin ist ja weg. Bis Sonntag. Ich habe nichts im Kühlschrank gefunden und was weiß ich. Und außerdem bin ich ein bisschen verwirrt, ne? Folgendes. Was mich jetzt ein bisschen verwirrt ist... Keine Hater-Kommentare. Ganz ruhig. Beruhigt euch. Die Aufrufzahlen. Ich glaube, YouTube spinnt ein bisschen, weil es kann nicht sein, dass irgendwie an einem Tag ein Isaac-Part hat im Durchschnitt jetzt 16.000 Aufrufe, ne? Und heute dann plötzlich nur 8.000. Was ist da los? Ich verstehe das nicht. Also, falls ihr vielleicht den Part gestern verpasst habt, schaut doch mal nach. Ein sehr interessanter Run auf jeden Fall. Gestern. Oh, wow. Ich möchte keinen Stress mit dir. Komm schon. Nicht anfassen. Ich finde ihn übrigens cool, diese Version. Dass er ganze Zeit fliegt und nicht so blöde Kacke macht. Finde ich gut, deine Einstellung. Also wie gesagt, ich weiß nicht. Oder stört euch was? Habe ich etwas Böses gemacht? Einer hat zum Beispiel auch geschrieben, dass ich ein bisschen hektisch bin. Aber was heißt hektisch? Wow. Ich spiele einfach nur schnell, sobald ich merke, ich bin stark. Dann verschwende ich keine Zeit, sondern gehe einfach straight to the... Oh, du blöde Mist. Zahnfee. Ich wollte gerade was Schlimmes sagen. Und, und ich spiele es ja nicht so hektisch eigentlich. Ja, komm, setzen wir ein, wenn wir schon das Yamhard haben. Dann setzen wir das auch mal ein. Was kriegen wir hier? Ball of Bandages. Nein. Okay, nächste Ebene. Und, ich spiele jetzt nicht so hektisch, sondern ich gehe einfach straight, roam clear und bop, fertig durch. Einfach mit einem Ziel. Und außerdem muss ich ja ein bisschen schneller spielen, weil ich ja Boss Rushes vor mir habe. Das ist ein Grund, warum ich auch schneller spiele. So, explodiert dazu eine Bombe? Ich hoffe nicht. Weil sonst würde ich gerne rechts den Schlüssel holen. Nein, tut er nicht. Ja, schön mit dem Sticky, ich habe keine Ahnung, wie das Item heißt. Auf jeden Fall ein Teil von, Bandage Girl. Das ist doch schön. So, auf zu heulen. Ja, da haben wir keine Bomben mehr. Und schon 2 Sachen, die wir gerne sprengen würden. Ich habe das Gefühl, irgendwie wird dieser Run nicht gut. Habe ich das Gefühl. Dieser Run wird nicht gut, habe ich das Gefühl. Wir gehen jetzt übrigens zu Satan, weil ich will das negativ vollkriegen, genau. Habe ich am Anfang Polaroid gesagt? Nee, ne? Ich will das negativ vollkriegen. Das Negativ ist ja wie das Polaroid, nur halt das Negativ. Das klingt jetzt komisch, ist aber so. So, ohne Musik. Aha. Warte, ist noch nicht vorbei. Ich halte die Klappe. Let's go, Pin. Leider ist die Musik weg. Ich hoffe auf einen Devil Deal. Zuerst mal deine Kameraden töten. Wir sprengen sich leider nicht mehr selber in die Luft. Unsere Range ist auch ziemlich kacke. Nur so nebenbei, wenn ich das sagen darf. Ich muss auch ein bisschen damit arbeiten, ne? Ein bisschen mit dem Ball hier. Verdammt! Ich muss damit echt arbeiten. Guckt euch mal an, das macht viel mehr Schaden, als ich je machen könnte mit meinen Tränen. Was ein bisschen peinlich ist und ist tot. All stats up! Yes! Huh! Damage upgrade! Yes!
Fliegen zwei Herzchen weg? Erscheint mir ein bisschen viel. Da sage ich lieber Nein zu. Und wir müssen den Itemraum noch finden. Ich glaube, jetzt ist der Boss Rush machbar. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen schneller sein. Ein bisschen flüstern immer noch. Aber ich versuche mit Kraft zu flüstern. Versteht ihr? So. Nice. All Stats up und ein Damage Upgrade. Das lobe ich mir doch. So ein Geräusch müsste jetzt eigentlich kommen. Gehen wir da rechts rein? Drei Schlüssel opfern? Ich weiß nicht. Könnte auch Blödsinn sein. So, komm, ein bisschen Beeilung jetzt. Jetzt hier haben wir wieder einen Raum, der uns nichts bringt. Seht ihr, deswegen bin ich auch etwas schneller. Ein bisschen schneller unterwegs. Ich finde es übrigens cool, also das sehe ich genauso. Isaac kann man richtig gut nebenbei gucken, ne? Wenn man vorbeikommt, nach Hause kommt. Nicht, wenn ihr hier vorbeikommt, tu das nicht. Eine Arbeit hinstellen, das mache ich auch selber immer. Guck's nebenbei, während ich Thumbnails mache oder sowas. Wisst ihr was, ich würde gerne da oben jetzt verschwende ich doch ein bisschen Zeit. Wisst ihr, weil ich... Vielleicht ist da dieser komische Raum. Dieser Leiterraum. Nee, ist er nicht. Gut, Verschwendung. So, dann würde ich sagen, auf geht's in die nächste Ebene. Und die Schlüssel behalte ich. Chess-Ebene diesmal nicht. Ich will das Negativ ein bisschen vollkriegen, ne? Ich hoffe, das versteht ihr. Damit wir auch das Negativ haben und dann später immer entscheiden können. Hm, wohin gehen wir jetzt? Gehen wir zu einem gewissen Boss, den ich jetzt nicht verraten werde. Ich habe ihn zwar schon ein paar Mal erwähnt, aber ich tue das jetzt nicht. Vielleicht habt ihr es gar nicht gemerkt, dass ich ihn schon erwähnt habe. Es ist nicht Mega-Satan. Den haben wir jetzt schon gesehen. Es ist jemand anderes. Es ist jemand anderes. Bei dem ich mich auch ärgere, dass ich ihn schon gesehen habe. Oh, man kann sich so leicht spoilern in Isaac. Richtig leicht. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. Ich kenne ja seinen ganzen, seinen Movement nicht und sowas. Ich habe nur sein Aussehen gesehen und weiß, wie er heißt und so. Scheiß. Jetzt Polyphemus. So. Habe ich eigentlich schon gesagt, wie geil das ist, dass man seine Trinkets und sowas abwerfen kann? Richtig geil ist das. Das ist eine der Neuerungen, die... Da lohnt es sich, das Spiel zu kaufen. Da lohnt es sich schon mal 2,79 Euro auszugeben, würde ich mal sagen. Wow. That movement skill. So, noch eine? Nee, das war's alles, ne? Darf ich die Zeit anhören? Danke. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Muss mich ein bisschen beeilen hier. Aber unhektisch beeilen, sondern einfach nur die richtigen Wege gehen und straight to the item room. Nice. Oh Gott, diese Viecher. Na komm. Zwei Schüsse und der ist weg. Das war ganz schön knapp, muss ich schon sagen. So, und auf zum Itemraum. Ich lasse mal ein bisschen an, weil ich muss ein bisschen die Zeit im Blick haben. Book of Shopping, das Hunderter. Ich glaube, da nehme ich doch lieber das Yamhart mit. Das könnte mir bessere Kombos liefern. Wow. Hallo. Nice. Und mit unserem Damage bin ich jetzt so halbwegs zufrieden, ja. Ah, diese blöde Blutlache. So, jetzt. Da durfte ich ja nicht rüberlaufen, weil sonst hätte ich Schaden bekommen. Ich finde es übrigens auch cool, wie Zombie-Spiel seine Spielweise einfach jeden Raum zu clearen, weil da könnte ja noch etwas sein, klar. Könnte auf jeden Fall noch sein, ein Battler oder sonst was. Ist auch gut, aber ich spiele das so halt, wenn ich das Gefühl habe, ja. Ich spiele mit Gefühl, wisst ihr? Gefühl, kennt ihr das? Gefühl? Gefühle? Ich weiß, ich bin ein super männlicher Mann. Und deswegen ist es kaum vorstellbar, dass ich Gefühle habe, aber doch, stimmt. So. Was haben wir hier? Den Nagel und die Maske. Luck up, ja, super, das ist ein Hin und Her. Oh, was macht die Maske denn? Die macht irgendwas mit Evil Up und sowas. Ich weiß es nicht. Ich nehme die einfach mit. Die hat uns öfter mal den Arsch gerettet, weil wenn wir getroffen werden, droppt sie was. Und die hat mir öfter mal blaue Herzchen gedroppt und sowas. Deswegen nehme ich die einfach mal mit. Gehen weiter. Das war jetzt eher so eine schlechte Ebene. Hat uns nicht so viel gebracht. Da unten ist der Zacki-Zacki-Raum. Ekelhaft. Tja, ich hoffe jetzt irgendwie, dass wir ganz viele blaue Herzchen bekommen und sowas. Hier ist auf jeden Fall schon mal Sackgasse. Sorry, ich habe Sack gesagt. So. Okidoki. Und weiter geht's. Oh, vier Schüsse brauchst du. Und ein Sticky Ball in your face. Spinnen. So, weg damit. Oh, da ist so ein super Mega-Kampfraum, wo wir sogar rein können. Cool. Wahrscheinlich werden wir in diesem Run nicht Guppy, wie es aussieht. Sieht eher schlecht aus gerade. Was auch gut ist vielleicht, ne? Ach komm, ich tu's. Oh Gott. Das war ein Fehler, oder? Das war ein Fehler. Der ist voll eklig, der Typ.
Oh, Gottes Willen. Das wären ja voll die kleinen... Wow, kleinen Bröckchen. So, immer schön in Bewegung bleiben. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept bei ihm. Go, 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 go. So, was kommt jetzt? Ah, okay, das ist noch in Ordnung. Das ist noch in Ordnung. Der spawnt jetzt genau diese blöden Viecher hier. Noch einen, genau zwei. Und dann macht er seinen Feuerangriff. Genau, das... Yes! Finde ich cool, den Boss, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit verschwendet. Ist viel Zeit verschwendet. Wahrscheinlich schaffen wir es gar nicht, den Boss-Rush. Okay, und... Tschüss. So, mir hängt ein Haar im Gesicht. Aua. Allgemein hängt das irgendwie ziemlich... So. Vielleicht weiter nach oben. Zeitverschwendung, Alter, Zeitverschwendung. Du Schickimicki-Tusche, Holly. Erst eine Headset-Hure und jetzt eine Schickimicki-Tusche. Oh. So. Okay, lass mal rein hier und wir kriegen... Doctor's Remote. Dann doch lieber das Yamaha. Wir haben ja den Wafer, also es ist ganz gut eigentlich. Wir lassen die Münze einfach mal richtig herzlos liegen und rennen da rein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich. So. Tears up. Okay, cool. Ich will mal hier gucken, ob wir vielleicht diesen All-Stats-Up-Pilz finden. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Wir haben alle geschafft zu sprengen. Speed up. Nice. Okay, cool. Lass mal weiter sprengen. Gar nichts. Gar nichts. Gut. Da sind noch Pilze. Okay, eine Bombe haben wir noch. Sprengen wir einfach mal. Na, nichts bekommen. Gucken hier rein. Greed ist hier. Oh. Weißt du eigentlich, wie ich dich hasse, Greed? Ne, ernsthaft. Du nervst. Ich wollte gerade was kaufen. Immer wenn man was kaufen will, kommst du. So, Steam Sale. Okay, immerhin. Sieht gerade nicht so gut aus, ne, würde ich sagen. So, mal behaupten. Gewagt behaupten. Ah, super, ein blauer Stein, der sogar da an der Ecke steht. Perfekt, dankeschön. Aber das wird schon. Das wird ein guter Run. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin. So, da komme ich jetzt leider nicht ran, weil ich kann... Okay, da war ich ein bisschen verschwenderisch vielleicht, aber ich habe mich auf mein Glück verlassen. Ich habe mich nur auf mein Glück verlassen. So. Komm her. Schlüsselchen. Das machen wir auch mal kaputt. Könnte auch noch was drin sein. Ah, Beeilung, 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 Beeilung. Wir müssen den Boss-Rush auch schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. Lass mal hier springen. Oh, mich juckt mein Rücken. Und ich komme nicht an. Alter. Oh, Zeitverschwendung. Au, jetzt habe ich so doll gedrückt, dass es voll weh tut. Ich bin im Arcade Room gelandet. Ist das dein Ernst? Au. Ich hoffe jetzt auf dem Engelsraum oder sowas. Übrigens, Goathead ist ziemlich nice eigentlich, ne? Den habe ich immer gedacht, oh, der macht nur, dass irgendwie öfters der Teufelsraum spawnt. Unter anderem, aber der macht ja auch Folgendes, dass, ich verlaufe mich gerade, das ist ein bisschen peinlich hier. Bin durcheinander. 3 Uhr nachts. Hups. Das hier hätte ich auch sprengen können, aber ich hatte Bock auf die Pilze. Ja, der macht ja unter anderem, dass man auch keinen Schaden mehr von oben bekommt. Oh Gott, warum du? Kein Schaden mehr von oben und außerdem, dass Engelsräume und alles mögliche spawnen. Also mehr Engelsräume auch. Und mehr Teufelsräume, soweit ich das verstanden habe. Ja, und kein Schaden von oben halt, was ich ziemlich cool finde. Was machst du? Was ist das? Ach, du machst alles dunkel nur. Als ob man ihn nicht sieht, ganz ehrlich. Da muss man aber schon ganz blind sein, mein Lieber. Damage Upgrade, HP Upgrade. Okay, super, weiter geht's. Also noch haben wir nicht so die krassen ausschlaggebenden Dinger. Curse of the Maze. Okay. Da hat mir auch einer heute geschrieben, hey, Holly merkt gar nicht, dass er den besten Fluch hat, also Curse of the Maze. Dass man irgendwie hier... In Curse of the Maze ist ja so, dass man manchmal denselben Raum zweimal cleart halt, ne? Du gehst zum Beispiel in den Itemraum rein, bist aber plötzlich ein Raum davor drin. Verstehst du? Und das irritiert mich voll. Das hatte ich im Seed auch vorher, im Seeded Run, dem Bonusvideo. Oh Leute, ich glaube, das wird nichts mit dem Boss Rush. Ich glaube, das wird nichts mit dem Boss Rush. Naja. Dann halt nicht. Dann in einem anderen Leben. Ja, wir kriegen ein paar blaue Herzchen. Das ist doch super. Oh Gott, und ich glaube, die Ebene ist riesig wie sonst was. So.
So, komm, verfolg mich. Danke. So. Super, super, super. Das freut mich immer, direkt den Itemraum da zu finden. Und das springe ich auch gleich auf, aber ich warte mal, vielleicht droppen die so eine Bombe. Okay, nein. So, komm. Wir haben eh genug Schlüssel. Bouncing Tears. Nice, Leute. Das ist eine sehr geile Sache. Lass ich jetzt. Ich glaube, ich nehme das hier mit. Ich glaube, ich nehme das hier mit. Alter, wie geil ist das denn? Flup, flup, flup. Na, komm schon. Jetzt Piercing Shots, ne? Oder? Bringt das was? Ne, ich glaube nicht so viel. So, warte. Hier haben wir jetzt den Bossraum. Dann lass mal ganz schnell den Bossraum clearen. Achso, ne. Hä? Seht ihr? Jetzt bin ich... Das war voll verwirrend, Alter. Oh Gott, das ist die Superform. Die macht ein bisschen schwerere... Genau, wollte ich gerade sagen. Ein bisschen schwerere... Attacken, denen man nicht so leicht ausweichen kann. Aber wenn man es will, schafft man es. Matchbook gibt uns ein paar Bomben und Evil ab. Okay, komm, nehmen wir mit. Zack, 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 zack. Vielleicht gibt es hier Campus. Oh, hau ab. Hau ab. Na, leider nicht so ein Bullshit hier. Also leider totaler Bullshit. Tiersap, okay, das nehmen wir mit. Und das war doch was Schlechtes, genau. Lockdown. So, die Frage ist, gehen wir jetzt weiter oder klären wir noch ein bisschen? Ich glaube, wir gehen mal weiter. Ich würde weitergehen. Hab irgendwie nicht den Drang, das zu klären. Wisst ihr, der Flow muss stimmen. Der Flow muss stimmen. Und ich mein Flow sagt gerade, oh yeah, du musst eh nicht sterben again. Ah, sehr gut, dass die schon mal angegriffen wurden, die Herzen. Perfekt. Danke, Gabi. Oh. Oh. Aber guck mal, die Maske gibt uns direkt was. Zacki-Zacki-Raum, könnten wir auch eigentlich noch reingehen. Und dann verlieren wir so viel. Oh, um Gottes Willen, auch ein falscher Weg hier. Okay. Wir haben Bomben auf jeden Fall. Da ist auch hier der Itemraum, super. Lass mal hier öffnen, komm. Und was kriegen wir hier? Ein paar... Ein Schlüssel wieder, sehr gut. Jetzt kann man ganz schön viel Zeit hier ausgeben. Warte mal, kommen wir da... Ne, wir kommen da nicht rein, ohne Bomben zu verschwenden. Gut. Nur Bullshit eigentlich. Nur Bullshit. Noch eine Bombe mitnehmen. Scheiß auf den. So, weiter geht's. Wenn wir es schaffen, machen wir das mit dem Boschwasch. Schade, ich dachte, der ist links vielleicht noch. Dann könnte ich in den Zacki-Zacki-Raum rein. Schade, schade, aber der ist hier drüben. Okay. Wow, die Tränen drehen ruhig. Ich mag dieses Item. Eines der coolsten Items. So. Oh nein, nicht die Mom. Verdammt. Ja, 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 ja. Hol mich nur. Versuch es. Komm, wo ist die nächste Hand? Ich versuch's mal. Wir kriegen die Maske. Cool. Damage Reduction. Das heißt, wenn wir von vorne zum Beispiel getroffen werden, gibt's keinen Schaden. Die Chance darauf, keinen Schaden zu bekommen. So. Boah, 16 Minuten. Scheiße. Oh, lass mich durch da. Mann. So. Und Dankeschön. Ich versuche aber immer noch schön gelassen zu bleiben. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Oh, du willst gar nicht den Boss was schaffen, oder, Holly? Und hier ist auch der falsche Weg. Ey, wow. Also hier war ich jetzt sicher, dass hier der richtige Weg ist. So, weiter, weiter, weiter. Dann muss er ja... Ey, vielleicht ist er doch rechts. Rechts unten irgendwie. Das wird knapp, Leute. Das sieht echt nach dem Bossraum aus. Oh Gott. Wir machen auf jeden Fall Schaden, ne, würde ich sagen. Wir machen auf jeden Fall Schaden. So. Weiter geht's. Hi, Mom. Ach, Mom kommt jetzt schon? Oh. Ich dachte, wir haben noch eine eben... What? Vielleicht Curse of the Maze, deswegen... Seht ihr die Fragezeichen über meinem Kopf? Ich bin richtig verwirrt. Hä? Irgendwie kam mir das richtig schnell vor. Beziehungsweise ich dachte, wir sind voll langsam und deswegen... Naja, ich mecker mal nicht. So, lass mal versuchen hier. Und Polyphem Technology. Polyphem Tech. So geile Sachen. Guckt euch das mal an. Ich will alle haben. Lass uns Polyphemus nehmen. Mega Tears. Oh oh. Boom. 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 Oh, wo ist dieser? Genau, der. Muss weg. Muss weg. Muss weg. Muss weg. Füttern mit Bomben. Der muss schnell sterben. Der muss schnell sterben. Schnell sterben. Chris. Chris. Na, eigentlich. So, keine Kackhäufchen hat er gelegt, ne? Das ist gut. Das ist gut. Ihr wisst ja, warum.
So, unsere Tier-Rate ist nicht so geil, aber eigentlich ziemlich gut für Polyphemus-Verhältnisse, weil wir ganz viele Tiers-Up-Dinger hatten. Den töten. Au, 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 das Auge, nicht gesehen. Oh, das könnte jetzt ein bisschen gefährlich werden hier, das Ganze. So, er ist tot. Hier ist eine Fliege. Jetzt gleich noch Technology bekommen, alles wäre cool. So. Ihr gebt mir keine Pause, was? Ihr gebt mir keine Pause. Ihr macht einfach weiter. Zieht euer Ding durch. Immer mehr Bosse, was? Auch wenn noch Fliegen hier sind. Auf einem Stoppen steht er. So. Aber wir machen schon gut Schaden. Ich bereue es nicht, hier nicht reingegangen zu sein. Richtig cool auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir unsere Tränen noch größer. Jetzt habe ich irgendwie das Verlangen, in die Chest auch noch zu gehen, um noch mehr Items zu finden. Aber wir müssen das Negativ auch mal vollkriegen. Oh, hier sind Herzen. Super. Kommt her. Nicht traurig sein. Tschüss. Okay. Uah. Bitte nicht anders spawnen. Das kann ich nicht so gut ab. Nice. Das macht Spaß. Wow, Rubber Tears sind auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Items, auf jeden Fall. So, was hat denn hier noch gespawnt? Da, du. Da soll es auch kein Problem sein. Zack, zack, zack. Und hier, genau, der Typ ist da. So, schießen wir einfach mal da hinten um ihn herum. Ach, schade, ich dachte, das bleibt vielleicht da irgendwie hängen oder sowas. Naja. Da. Und tschüss. So, was kommt jetzt? Gishi Boy. Und auf der anderen Seite ist Monster. Wollte gerade sagen, ich habe ganze Zeit drauf gewartet, bis er kommt. Aber da war schon zu spät, als ich das richtig realisieren konnte. So. Na, ist er gleich tot? Viel hält er nicht mehr aus. Nice. Und da ist er tot. Tja, ich bereue meine ganzen Entscheidungen nicht. So viel, also so wenig Herzen gehabt zu haben und sowas. Man muss doch mal was riskieren. Man muss sich auch ganz sehr... dann sehr konzentrieren, wollte ich sagen. Hab kurz ein wenig gestottert. Tut mir leid. So, blaues Herzchen, hallo. Oh, der ist flink. Der ist flink unterwegs. Wie sah nicht aus, wenn ich das jetzt fallen lasse, diesen Wurm? Wie fliegen dann meine Tränen? Weil das macht ja nur Tears Up, nicht... Shotspeed Up, nicht Tears Up. Guck mal, ich glaube, das ist sogar besser ein bisschen. Wir fliegen nur schneller, also die Geschwindigkeit ist nur schneller, aber nicht... Also es... Also das verändert nicht die Geschwindigkeit, wie schnell ich sie schieße, sondern die Geschwindigkeit, wie sehr sie fliegen. Shotspeed Up, falls ihr es noch nicht wisst. So. Tja, ich weiß nicht, was besser ist. Oh, stimmt, der schießt ja auch nach vorne. Aber wir kriegen unser blaues Herzchen zurück, dank der Maske, dieser Eisenmaske. So, wo ist das blöde Herz? Ist es schon tot? Oh, es tut mir aber leid. Ich finde es gut, dass er nicht mehr so Millionen von Lebenspunkten hat. So. Riesige... Es fühlt sich an, als würde ich mit riesigen Gymnastikbällen rumschmeißen. So. Okay. Ich glaube, wir lassen den Wurm liegen. Ich glaube, das ist viel cooler so. Es sieht jetzt so aus, als würde ich langsamer schießen, aber nein, also, die fliegen nur langsamer. Gott, das ist so kompliziert zu erklären. Eigentlich nicht, aber wenn man mir zuhört, versteht man es eh nicht. So, gleich müssen die Letzten kommen. Oh, oh. Autschi. So, hätten wir auch geschafft. Zack, weg damit. Wo? Wo bist du? Da. Und der hat eine Bombe mitgeschleppt, du Idiot. Hi, hi. Die Maske hat uns zum Glück ein bisschen geschützt. So. Und jetzt kommt The Fallen. Genau, das sind die Letzten. Das sind die Letzten. Wupp. Finde ich richtig gut, dass keine Kackhäufchen gelegt wurden. Und jetzt müssen wir nur noch den treffen. Hier wäre Shotspeed Up sogar ganz gut, ne? Weil er so schnell unterwegs ist. So. Kings Order Eye has appeared in the basement. Das kenne ich gar nicht, das Item. Und wir bekommen nur so ein dämliches kleines Buch. 22 Minuten. Okay. Das war der Boss Rush. Haben wir doch noch geschafft. Sehr gut. Hat sich gelohnt für mich, finde ich. Und jetzt können wir gechillt weiterspielen und einfach schnell den Boss finden. Hier ist es ja so, hier findet man ja nichts. Hier findet man keine Itemräume oder sonst was. Höchstens Bettler oder sowas. Darauf könnte man hier hoffen. Auf diesen Ebenen. Deswegen rushe ich hier auch direkt zum Boss.
Ach, das beschäftigt mich wieder zu sehr, oder? Oh. Mit Rubber-Tears wäre das vielleicht interessant, oder? Ich kann es ja jederzeit abwerfen, deswegen gucken wir mal. So, da fliegen die herum, da fliegen die herum. Und haben irgendwie getroffen, ich verstehe es selber nicht. Naja, hier geht es nicht weiter, aber ich glaube, ich gucke da rein. Wir haben Edel Wafer. Ja, ne? Weil wir behalten unsere, wir verlieren nur. Verstehst du? Genau. Vielleicht werden wir noch Guppy. So. Warum nicht? Meinst du, wir haben es ja schon weit geschafft, ohne Guppy zu werden? Wir haben den Boss Rush ohne Guppy geschafft. Das ist doch gut, oder? Finde ich gut. Finde ich gut. So, zack, 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 zack. Ach ja, ich habe ja die Brille, ne? Das heißt, stimmt ja. Das heißt, stimmt ja. What? So. So, ich gehe mal hier lang, weil irgendwie habe ich das Gefühl, der Boss ist doch hier links, anstatt da oben rechts. Die fliegen richtig komisch. Ist schon interessant, dass sie so komisch fliegen und so. Und hier ist leider nicht der Boss. Schade. Aber wir haben eine kleine Fliegenarmee. Das ist schon mal sehr nice. Flups, flups. Und weiter, die ignorieren wir einfach mal. Muss man den Shop auch ein bisschen auffüllen, ne? So langsam. Ah, guck mal hier. So, das sollte reichen, oder? Gut. So. Der gibt leider nur HP-Upgrades oder manchmal auch den Back-of-Pill oder die Karte. Okay. Secrets, na super. Ja, da oben ist eins. Genau das brauche ich. Was ist das denn für ein Vieh? Warum ist das durchsichtig? Durchsichtig steht hier nicht. Lässt dich dick aussehen. Komm her. Nein, fliegen, ihr Idioten. Nicht reinfliegen. So. Einsetzen. Die fliegen. Uiuiui. Mal reinschießen irgendwie. Komm schon. Flieg, 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 flieg. Da werden sie ja richtig wegradiert. Ich habe ein kleines Déjà-vu, oder? Hatten wir, glaube ich, auch, ne? Als wir das erste Mal dieses Item hatten. Rubber Tears. Hatten wir auch, glaube ich, so diese komischen Wupp-Wupp-Tränen oder so. Hä? Wo ist denn der Boss? Ach, der ist da unten rechts. Oh Gott. Oh Gott. So, wie gesagt, wir werden jetzt auf jeden Fall Satan versuchen zu besiegen. Und das Polaroid, das möchte ich voll kriegen. Ich weiß gar nicht, ob wir das sehen können, wenn wir jetzt ihn besiegen, weil das Startbild, der Startbildschirm ist ja weg. Da steht ja jetzt The Final oder sowas. Aber ich will ja eigentlich das Polaroid und da kann man es am besten sehen, wie viel Mal ich noch Satan töten muss und sowas. Oh, Happy Upgrade. Oh, ist das nervig. Guck mal hier, da kommt man ja gar nicht hin. So, erstmal einsetzen. Ups, fast reingegangen. Na, wolltest du nicht, dass ich reinkomme? Kohle. Guck mal, ohne Basement haben wir schon fast richtig crazy Tränen. Natürlich können sie da nicht mithalten, aber schon eine Nummer, würde ich sagen. Schon eine Nummer. Würde ich sagen. Schon eine Nummer. So. Ich hoffe, mein Gesicht ist nicht zu fett jetzt hier irgendwie. Kommt mir so vor, als wäre es irgendwie zu groß. Weil ich habe, glaube ich, rangezoomt, weil ich gerade was anderes aufgenommen habe. Minecraft war das, glaube ich. Und da sieht man dann zu viel in meinem Zimmer herum. Deswegen habe ich rangezoomt. Jetzt habe ich es vergessen, wieder wegzumachen. Ups. Amnesia, ich hasse dich. So sehr. Hier schlecht, sag her. So, weg mit euch. Komm, wir gehen rein, haben Wafer. Und können hier auch sogar einfach so raus. Cool. Schlüssel willst du? Ich gebe dir 4. Okay, ist dein Ende. So. Der wollte nicht mit mir kooperieren. Und wenn ich mit mir kooperiert, der wird kastriert. Eigenhändig. Ich kann das. Hat er Ausbildung in Kasachstan. It lives. Hi. Lass uns unsere Bälle durch die Gegend schmeißen. Ich find's cool. Ich find's cool. Guck mal, wie viel Schaden wir machen. Unglaublich. Und tschüss. So, dann gehen wir jetzt Richtung Satan, ne? Leider. Oder gehen wir mit ihm? Wir sind ziemlich stark, ne? Lass uns das mal ein andermal machen. Lass uns dann doch in die Chest gehen. Ich habe voll Bock, in die Chest zu gehen. Voll Bock gerade. Keine Ahnung, um da nochmal ein paar Truhen zu finden und sowas. Vielleicht müssen wir es doch eher so machen, dass wir erstmal mit jedem Isaac besiegen und danach kümmern wir uns um Satan und sowas, oder? Pui, 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 pui. Holly bleibt sich nicht selber treu. Was ist das für eine Dominus? Vor allem wäre der Run dann so schnell zu Ende, weil Satan hätten wir locker besiegt und alles Mögliche. Und hier haben wir jetzt noch kleine Herausforderungen und sowas und können das noch ein bisschen genießen. Was ist da gedroppt? Ein Herzchen, okay. Na komm schon.
So. Okay, jetzt wird mir hier gerade der Wurm zum Verhängnis ein bisschen. Ganz bisschen. Mr. Mega. Hallo, was machen Sie denn hier? Da gehe ich rein. Wir haben eh unendlich Schlüssel. Mr. Trollbombe, was machen Sie denn hier? Hab sie aber vermisst. Nicht. So. Flups, flups. Test. Ja, gut. Voll verunsichert. Ich hab's schon mal getestet in der Aufnahme. Ich weiß. Brauche ich nicht. So. Na, wer lebt noch? Zeig dich. Jetzt brauchen wir Shot Speed Down. Das brauchen wir, ja. Ist ziemlich gut, dass wir den Wurm fallen gelassen haben, weil... Durch Shot Speed Up ist Kohle nicht mehr so gut, ne? So. Und hier ist wieder die Sackgasse. Mann, wo bleibt der? Ist der hier unten irgendwo? Ne, das ist nur der Kampfraum. Super. Ja. Mach nur deine Kacke. Ach, da oben sind noch solche Dinger hier. Zack. Das war's, ne? Genau. Kampfraum, könnten wir mal kurz reingucken. Gibt's da ein Item? Nope. Das interessiert mich das nicht. Ups, sorry. Ich hab Bäuche gemacht wieder. So, tschüss. Tschüssi. Ah, wir haben den Wafer. Ist alles cool. Alles im grünen Bereich. Noch. Wir dürfen nicht zu sicher sein. Nicht zu sehr von unserer Stärke überzeugt sein, weil das könnte ein großer Fehler werden. Oh Gott. Scheiße, hab das in der Tür eingesetzt. Da backt das, glaube ich, noch ein bisschen rum. So. Okay. Und let's go, Isaac. Autsch. Drehen, ausweichen. Nicht vergessen. Guten Morgen. Nice. Jetzt macht er diesen Strahl hier unten hinstellen. Genau. Cool. Cooler Trick. Cooler neuer Trick. So. Okay. Passt perfekt. Puh, komm schon. Kommt an. Er ist tot. Sehr gut. Rein in die Chest. A bag of pennies has appeared in the basement. Nice. Ja, auf geht's, ne? In die Chest. Direkt mal alles freischalten. Wenn wir schon so stark sind, dann wollen wir es auch genießen, ne? Mal gucken, was wir jetzt so bekommen. Schlüssel habe ich leider keine. Schade. Mhm. Hot Bombs. Okay. Und. Cool. Cool, würde ich sagen. Komm schon, schieß in alle Richtungen. Auf geht's. Tu es. Scheiße, brauchen wir mehr Luck, ne? Damit das klappt. Jetzt natürlich am Ende, ne? Am Ende klappt das. So, Magnet nehmen wir auch mit. Ah, ein super Raum. So wie es mir gefällt. Erstmal die kleinen Würmchen hier töten. Und jetzt kümmern wir uns um die Monstros hier. So, ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut, aber müsste passen eigentlich. So, haben wir alles? Zack. Weiter. Ja, hier ein bisschen ausweichen. Aber klappt schon, wenn man sich konzentriert. So. Boah, die Musik ballert mir gerade voll die Ohren weg, wenn ich ehrlich bin. Deswegen bin ich gerade unsicher, ob der Sound gut ist oder nicht. 30 Minuten haben wir hier verbracht. Ob wir noch ein paar Kisten finden, die wir öffnen können, mit ein paar Items? Ich hoffe doch. Na komm her. Zeig dich. Hast eh keine lange Lebensdauer. Tut mir leid. So. Jetzt das Gappi-Schwänzchen. Das wäre doch cool. So. Dankeschön. Ist witzig, wie ich mich... Warte, ich mach mal den Ton ein bisschen leiser hier. Das ist mir gerade zu viel. Ist witzig, wie ich mich so beschwert habe. Ein bisschen, oh, ich habe kein Guppy. Und jetzt kommt das irgendwie hinter jeder Ecke. Kommt ein Guppy angeflogen. So. Oh Gott. Dankeschön. Später müssen wir auch Achievements holen, wo wir keinen Schaden nehmen dürfen, ne? Auf der Chest-Ebene und sowas. Aber es sollte dann auch kein Problem sein. Wenn man sich darauf dann konzentriert, dann holt man sich auch spezielle Items, wie zum Beispiel das Book... Bisschen Schutz bietet, ne? Und sowas. Warum rede ich jetzt eigentlich immer so komisch? Keine Ahnung. Ist das Tears Up? Ich hoffe, das ist Tears Up. Telepilz. Okay. Ja, hier gibt es ja eh keinen Errorraum jetzt eigentlich, weil
danach ja nichts mehr kommt. Oh. Hm. Schießen irgendwie nicht so schnell, würde ich jetzt sagen. Ich nehme lieber das hier mit. Cancer wurde auch ein bisschen gebufft, ne? There's something inside. Achso, Steine haben jetzt etwas in sich. Da besiegen wir jetzt mal ganz schnell Isaac oder was? Oder klären wir noch mal ein bisschen und gucken, ob wir vielleicht was finden. Ein paar Truhen. Und vielleicht können wir noch stärker werden. So. Autsch. Aber ich will nicht sterben, aber wir haben den Wafer. Alles cool, alles cool. Verlieren nicht so viel Leben. Und tschüss. Keine Kisten für uns, ey. Ihr seid aber richtig geizig, ne? Das muss ich schon sagen. So, da oben links wäre noch was. Gucken wir mal, was es dort gibt. So. Eieieiei. Na, komm, komm angeflogen, mein Lieber. So, nice. Okidoki. Ich find's richtig geil gerade, was hier abgeht. So. So. Da darf ich rauftreten. Okay, leider keine Chests mehr. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal schnell Isaac besiegen in 32 Minuten. Machen diese Fliegen. Nehmen das hier jetzt mit. Weil lädt sich ja eigentlich mal auf, ne? Jetzt beginnen wir das mit. So. Flups. Flups. Blue Baby, ich komme. Habe ich Isaac gesagt? Blue Baby, meinte ich. So. Gleich mal einfrieren. Damit es gar nichts mehr machen kann, so. Oder verlangsamen. Ist jetzt kein Einfrieren. So. Oh, der hält ganz schön was aus. Also doch, der hält... Ach, guck mal, der hat sogar Schutzfliegen, ne? Ach, sieh an, Mr. Schutzfliegenmann. Bringt dir aber jetzt nicht so viel, ne, würde ich sagen. Und tschüss. Und Kane's Eye has appeared in the basement. Nice. Wir haben es geschafft. Das kennen wir schon, das Ending. Deswegen beenden wir das Ganze einfach mal. Zack. Kane's Eye. Bupp. Links und rechts. So. Wo kann ich das denn sehen? New Run. Wie viel Mal muss man Satan besiegen? Ich habe ihn jetzt nur... Alter, ich habe... Wie viel... Eins. Alter, ich habe nur einmal Satan besiegt? Eins. Wir müssen demnächst echt Satan besiegen gehen, oder? Würde ich sagen. Demnächst steht Satan an. Und warum ist der Winstreak immer noch 1? Sag mir nicht, ich habe mit dem Seed gespielt. Ich hatte doch gerade eben ein Seed, also ein Winstreak. Ich bin verwirrt. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, die Abo-Box hat nicht gesponnen. Bis zum nächsten Mal. Euer Holly.